Hallo, willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Halo 1, Combat Evolved. Hallo. Hallo, Halo. Wir sind jetzt in der Truth and Reconciliation, einem Battlecruiser. Ja, Schlachtschiff, kein Kreuzer. So, wo kommen sie? Und jetzt von den roten Türen, die man hier schon schön sieht. Da sind sie. Der mysteriöse damalige Schraubenschlüssel, heute wissen wir. Das ist die erste Sau. Hinter dir dürfte unsichtbar sein. Sie sind direkt unsichtbar, wenn man die so perfekt sieht mit ihrem Traumschlüsselchen. Nein, ich meine komplett unsichtbarer. Also der kein Schwert hat, sondern eine. Ja, ich finde es witzig, Waffe. Wenn die unsichtbar sind, dann haben die kein Schild. Ja gut, irgendwie. Das wäre sehr wirklich unfair. Ja, schauen wir mal, welchem Spiel wir hier reden, oder? Halo ist sehr oft sehr unfair. Hey, Unsichtbarkeit, cool. Aber episch. Das hätte ich jetzt nicht eingesammelt, hätte ich mir für die Jäger aufgehoben. Ach komm, so kleine Pussys da, die mach ich fertig. Ja, die machst du so immer fertig. Ja, tu ich auch. Bist schon wieder sichtbar, Mann. Nicht gar nicht. Noch mal hin. Ja, du bist auf jeden Fall gerade getroffen. Wenn man getroffen wird, ist man wieder kurz sichtbar. Genauso wie der Typ da. Bist du jetzt niederschlagen, oder was? Ich will dir nichts sagen, aber das war von vornherein zum Failen, verdammt. Hättest du eine Plasma-Granate? Ich wollte ihn von hinten zusammenschlagen. Nimm eine Plasma-Granate und erledig die. Ja, aber normalerweise funktioniert das. Ja, normalerweise. Ja. Aber pst auf, da muss man failen. Nein. Schon mal, was ein Vorführeffekt gehört? Wie lange jetzt play ich jetzt schon? Ich weiß nicht, aber trotzdem hast du gerade richtig gefailt. Liegt nicht nur am Vorführeffekt, ja? So, ja. Sondern mal auch absolut ein allgemein Fail. Granate. Nein. Geht doch. Siehst du? Glück. Glück, weißt du? Ja. Wieder eiskalt. Wenn es aufs erste Mal funktioniert, hätte ich gesagt, ja, okay, Skill. Das wird weil nicht passieren. Er sterben muss, dass es funktioniert, dann ist es Glück. Ruhe. Oh, jetzt kommen die Jäger. Noch nicht. Ich dachte, das habe ich so an der Musik erkannt, aber... Ja, was du alles erkennst. Normalerweise kommt die Musik, wenn Jäger kommen, ich bitte dich. Ja, es kommen ja auch Jäger, nur noch nicht jetzt. Ja, und normalerweise kommt die immer dann, wenn die gerade kommen. Also wirklich gerade kommen. Ja, Mensch. Komm wieder. Und ich würde mich für die Jäger hinter der Tür verstecken. Die außerdem wird noch vorher ein Checkpoint. Wie oft habe ich schon gesagt, dass die kein Ding sind? Nein, 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 nein. So oft, wie du schon gefailt hast. Ruhe. Mistvieh. Na gut, ja. Du solltest noch eine andere Waffe. Ja. Imba-Waffe schlägt hin. Ruhe, bitte. Nein, 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 geh weg, geh weg. Nein! Du hast sogar extra gesagt, ich soll mitkommentieren. Also kannst du mir jetzt nicht den Mund verbieten. Ja. Darum geht's ja auch nicht. Und ich möchte nur anmerken, du hast schon wieder verkackt. Sei einfach ruhig, okay? Super Granatenwurf. Aber echt legendär. Könnte ich... Danke. Was soll ich jetzt eigentlich so toll co-kommentieren? Du läufst rum und schießt und verkackst und schießt wieder und verkackst dann wieder. Wir haben noch sicher ein paar lustige Sachen über Halo zu sagen. Nein, hallo. Wir haben noch sicherlich ein paar lustige Sachen über Halo zu sagen. Ich meine, hallo. Ja, man sieht mein Spiel. Hast du jetzt über Spiel geredet oder hast du gerade deine Aussprache verbessert? Nachträglich. Ein bisschen beides. Das klang gerade komisch. So, und jetzt solltest du vielleicht die Waffe wechseln. Irgendwas, alles ist besser als der... Ich würde dann gerne was... Weißt du was? Was zur Hölle? Ich hast du das gesehen? Gedacht, aber wie eiskalt der ausgewichen ist. Ja, Mann. Da die Zuschlag haben deswegen sage ich ja, nimm eine andere Waffe als Kackelstinkler. Faust, Faust, Faust. Ich empfehle den Nadelwerfer. Das ist einfach die Imba-Waffe schlechthin ist und im zweiten Teil mit Dual-Nadelwerfer sowieso. Ja, das ist ja auch was anderes.
Das haben wir gestern ganz vergessen zu. Das haben wir vergessen zu reden. Ab dem zweiten Teil kann man zwei einhändige Waffen auf einmal nutzen. Das wäre übelst cool, wenn man, wenn man zwei Raketenwerfer benutzen könnte. Ja. Das wäre schon. Das sollte vielleicht. Wenn es nicht. Ach komm, wurscht. Das ist zum Was zur Hölle? Wie oft geht das jetzt noch so? Ja, halt's mal. Komm her. Also zum Beispiel zwei MP5 oder Pistole und MP5 und schon wieder verkackt. Oder zwei Nadelwerfer, wobei die Nadelwerfer, die waren so overpowered, dass das dann wieder rausgenommen wurde in Halo 3. Ja, zum Glück. Das war so overkill einfach im Multiplayer vor allem. Mhm. Da kommt her, sieht dich, bist gespickt mit zwei Magazinen und fliegst einfach in die Luft, bevor du selber irgendwas machen kannst. Habe ich oft genug zu spüren bekommen. Mhm. Rennt ihr noch in eine andere Marine rein? Wie dumm ist der Typ? KI von vor 10 Jahren? Hallo? Ich kenne KIs von vor 10 Jahren, die gut sind. Ja, die KI ist auch gut, aber halt irgendwo stößt es an die Grenze. Ja, die freundliche KI ist niemals gut. Niemals. Ja, lieber sind die Gegner fordernd als die eigene KI einfach immer. Oder? Was würdest du denn sagen, wenn die Marines selber was hinkriegen würden? Irgendwas wäre schon irgendwie toll. Egal ja, was. Die Wegfindung. Und wenn sie selber auf Klo gehen könnten, das wäre auch mal super. Gut, die Wegfindung hinsichtlich Dinge ist jetzt vielleicht nicht so optimal, ne? Hinsichtlich Autofahren, aber. Das ist das Schlimmste an dem ganzen Spiel. Aber hey. Hast du eigentlich schon mal Panzer gesehen, der nur von Marines gefahren wurde? Oh ja. In Halo 1. Das ist sehr witzig. Ich glaube gar nicht. Wo, in welchem Level kommt das bitte vor? Man kann man es nicht irgendwie einrichten, dass das geht? Bin mir nicht sicher. Du brauchst zwei Marines, um den Panzer zu fahren. Oder einen Spartan. Nein, 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 nein. Als hätte ich ihn vergessen. Hast ihn ja auch fast vergessen. Habe ich ihn gerade umgebracht oder habe ich ihn gerade umgebracht? Sammel an deiner Stelle. Ja, gute Idee. Und tot. Pass auf. Hey, ich lebe. Und genau in dem Moment, in dem du das Medikament eingesammelt hast, hast du einen Lebenspunkt verloren. Habe ich mehrere Lebenspunkte verloren. Wenn ich ja, genau in dem Moment, wo du das Medikament gesammelt hast, wärst du gestorben. Das war eine arschknappe Sache. Und jetzt kommen dann noch die Jäger. Viel Spaß. Sind ja kein Ding. Du unterschätzt die. Ich bin mir sicher, dass du einmal dran stirbst. Bestimmt nicht. Checkpoint dann. So, umrüsten. Hinter dir. Ach ja, genau. Hatte ich schon ganz vergessen. Problem. Guck mal her. Was? Wie? Okay. Es ist ja nicht so, als hätte ich es gesagt, ja? Gut, das war schlecht. Meins? Warte, demonstrier mal den Schuss, den sie hernehmen. Später. Oder auch nicht. Kommen dir noch genügend. Wie oft bin ich draufgegangen? Ja, kein Mal, aber du hast schwer einstecken müssen. Weil ich Mist gebaut habe. Ja. Okay. So, das drehst du. Ach, übrigens, unser Ziel ist es, Keys zu befreien und ein paar andere Kommandanten oder so. Ja, gefangene Crewmitglieder, weil zwecks gefailt in der vorherigen Mission. Ja. Ziemlich hart sogar. Ja, du hast gefällt, du hast sehr gezockt. Ruhe. Du hast auch schon gespielt und da hast du auch gefällt. Ja, aber auch nur, weil es geskriptet ist. Ja, ja. Komm. Ist schon gut, Matthias. Ist schon gut. Du wirst doch eh gleich wieder sterben. Glaub ich irgendwie auch. Ich hätte gern den Nadler, mein kleiner Freund. Gib mir den verdammten Nadler. Danke. Was zur Hölle? Okay. Du könntest es mal mit Plasmagranaten versuchen. Ich könnte es auch versuchen, damit ich überlebe. Es ist jetzt so ein Versuch, aber. Na komm. Geh um die Ecke, geh um die Ecke. Ist der gerade ernsthaft stehen geblieben? Cool.
Das war jetzt ein sehr guter Vorteil für mich, aber naja, ich bin tot. Ja, das auch, aber du hast immerhin einen Checkpoint gedrückt. Ja, und ich starte wieder mit nur einem einzigen Lebenspunkt, super. Ja und? Dein Pech. Ist doch nicht mein Problem. Schildlos, na klar. Ich will einfach genau. Sag nichts, okay? Ich würde einfach snipern, aber... Ich hab's jetzt gut gebappt und das reicht. Ah, da ist schon wieder kein Schild mehr. Geh in Deckung. Ich war in Deckung, ja? Verwurscht. Da unten sind auch welche, Mann. Das weiß ich auch. Deckung wäre meiner Meinung nach... Sag nichts, okay? Sniper versus Tür. Tür wird's. Du meinst... Schlechter Sniper versus Tür. Ja, und auch ein schlechter Sniper ist ein Sniper. Hinter dir, laut Radar ist hinter dir. Was? Einfach mal einen Sniper-Schuss für einen Grunt verbraucht. Sag mal, was ist das? Vergiss nicht, gell? Tür und so. Ruhe. Ich frage mich, wo der Grunt herkommt. Ich habe keine Ahnung. Von ganz versteckten Seitentür, die niemand je gesehen hat. Schau mal, was hier bringt. Ja. Was zur Hölle? Was war da das hier? Noch einer. Spawnt hier irgendwo? Nein, eigentlich nicht. Wo kam der jetzt her? Man hört einen voll schockiert Zocker. Ja. Ich würde Nahl an mir vorbei, ja genau. Aus dem Nichts kommt ein Grunt an mir vorbeigerannt, wie würdest du denn reagieren? Ich würde abknallen, genau wie du. So, langsam reingehen. Und rechts unten ist ein Schild. Super, das bringt mir verdammt viel, wenn ich hier oben rumgammel und dann da runter snipern darf. So, erstmal schauen, ob hier oben noch irgendwo was rumgammelt. Oh, wie süß. Ja, kommt. So. Dann wollen wir uns doch mal meine kleinen... Neben dir ist was. Oder direkt unter dir, ich kann es sicher sagen. So. Du hättest vielleicht auch als erstes die Eliten snipern sollen und dann die Grunts. Ja, ganz nur so als Notlage. Und deine Vorschläge. Ja, ich weiß schon, ich kenne mich ja auch nicht aus in dem Spiel oder so. Nee. Das ist für, also er sieht es zum ersten Mal. Noch nie was von dem Spiel gehört. Vor allem, weil du das zuerst bei mir auf der Xbox gezockt hast. Mensch, die gute alte Xbox. Ach ja, wir verkaufen. Die hat noch keinen roten Ring. Wett jetzt eigentlich. Hä? Wett jetzt eigentlich. Was wie, hä? Xbox, die alte. Keine Ahnung, irgendwer von eBay. Cool. Ja, ihr könnt nur gut weiterverkaufen. Machst du es hier unten? Ich glaube schon. Hat wenig an Wert verloren eigentlich. Wenn man so zurückdenkt, hat die echt wenig an Wert verloren. Mensch, damals. Ja, gab's da noch Mark? Da gab's. Wie alt ist die Xbox? Da gab's, glaube ich, sogar noch Mark. Ich geh mal googeln. Dann googeln wir. Interessante Gespräche, die wir hier führen, muss ich sagen. So, wo waren der super Schild? Wenn man dies eingibt, dann kommt als erstes Halo 4 Release bei Google. Wo oder war das eins von meinen Ergebnissen? Naja. Wo ist der super Schild? So, wo ist der andere da? 2001 ist er rausgekommen, das heißt, es gab gerade nicht mehr Mark. Knapp. Das ist irgendwie schon wundert. Ah, die Gamepads, die waren schon lustig. Kommt drauf an. Ja, die richtig fetten Knödel da. Weißt du, was extra gesagt wurde auf der Seite, auf der ich das Spiel gekauft habe? Dass ja. Die genauso übernommen wurde wie auf der Xbox das Spiel. Original, selbst mit den ganzen Bugs. Ja, ist ja auch so. Und kann sich mal ein Patch dafür geben? Es gibt, glaube ich, gar keine Bugs in Halo. Also mir ist zumindest kaum einer bekannt. Und das bestverkaufte Spiel, sagt mir hier gerade Wikipedia, auf der alten Xbox war Halo 2. Mein Gott, wie oft haben wir Halo 2 durchgesuchtet? Ja. Aber wenn 10 mal nicht mehr reichen.
Wie oft haben wir das Level der Kartograf, das jetzt bald kommt? Das fünfte Level ist es, glaube ich. Nee, das ist das dritte. Doch, das fünfte ist es dann. Oder das sechste? Das Schneelevel, das haben wir so oft gespielt. Oh ja. Und vor allem, das habe ich ja nicht nur mit dir gezockt, sondern auch noch mit einem anderen Kumpel, den ich viel öfters in der Woche getroffen habe. Ja, das Spiel wurde durchgesuchtet. Aber hallo. Das waren noch Zeiten. So, sehen vernachlässige ich jetzt Reach eigentlich total. Oder das die HD-Version von dem Spiel jetzt. Wie kannst du nur? Ich habe die HD-Version noch nicht durchgespielt. Bin ich jetzt genauso weit wie du. Wenn ich jetzt am Wochenende mal zu dir komme, dann, ne? Ja, mal schauen. Mal schauen, ob ich sowas zulassen kann. Im Multiplayer wird es sicher lustig. Ja, aber das kostet ja was. Das ist das große Kacke bei der Xbox. Was kostet was? Jetzt online spielen. Wenn ich mit dir an der Xbox sitze. Oh ja, so meinst du. Ja, das wird lustig. Ich kann sagen. Kurz auf und hi Leute, kurz unterbrechen gewesen. ja, dieses böse Real Life. Fängt super an. Ich starte wieder die Aufnahme und neben mir fliegt ein Grunt zur Seite. Ja, wie es sich gehört. Ich glaube, du läufst gerade rückwärts. Kann es sein? Ist mir gerade Was willst du denn? Ich glaube, da will ich umfahren. Och, blöde Fragen, blöde Antworten. Na gut, jetzt weiß ich auch, warum die Klasse mit Rifle nicht mitgenommen habe. Ach jo. Nimm ich halt die hier. Shit. Null. Scheiße. Nicht nur 6 Schuss, sondern einfach 0 Schuss. Ja, geil. Kleine Anmerkung am Rande, 6 Schuss resultiert in mehr Munition, also mehr abgefeuerten Schüssen als 6. Also, oh, 6 gesagt. Was kommt nach 69? 70? Mundspülung. Du bist schon übrigens schon wieder voll tot. Ich bin nicht tot. Also wenn man 100, also oben die Energiezellen, die sieht man jetzt hier gerade nicht, aber wenn man wieder ein Plasmagewehr aufgenommen hat, oder eine Plasmapistole, da gibt's nichts. Also man kriegt aus einem Energiepunkt, den man hat, da ist ein Medipack, rechts von dir, links von dir, geradeaus, falsch, rechts. Ich weiß schon, dass da irgendwo eins umliegt. Das wäre es jetzt gewesen, wenn du von dem Ding... Jetzt links. Jetzt geradeaus. War es nicht irgendwo hier drinnen? Ah, links. Da bei dem Schakal. Ach so. Mensch, her. Und hier ist Mittegrad. Ich bin halt ein bisschen desorientiert. So, oben rechts sieht man jetzt 83. Das heißt aber nicht, dass er nur noch 83 Schuss hat, sondern er hat ungefähr... Ja, so 170. Im Schnitt. Je nachdem, wie schnell er schießt und wie oft er die Waffe überladen lässt. Also wenn sie überhitzt, braucht man auch mehr Energie. Und dann wieder ein Overshield. So, hier heißt es einfach nur überleben. Das wird ziemlich schwer für mich. Gegner willen. Genau, die Gegner willen töten. Den Willen des Gegners. Wir haben so viele Feinde, wir könnten uns hier 3 Jahre mit denen prügeln, die werden immer noch nicht weg. Ja, aber zum Glück sind die alle gerade... Ich weiß nicht, vielleicht haben sie Eiscreme drauf. Anspieler auf Borderlands. Ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, wie lange Borderlands noch dauern wird, bis das Ganze oben ist. Und wie lange es hochkommt, bis das Spiel hier oben ist. Wird wahrscheinlich der Eiscreme-Anspielung früher da sein. Du könntest einfach nur zum Rande Massen-Upload machen, über Nacht. Ja genau, ich leite alle Borderlands-Parts hoch. Alle Halo-Teile. Ja genau. Ja, Halo hat definitiv weniger Teile als Borderlands. Ist auch nicht schwer. Borderlands ist auch ein kacklanges Spiel. Ein geiles Spiel, aber kacklang. Und mit uns zwei... Ja, das geht immer auf 6 Stunden fast. Und mit deiner Quest-Geilheit... Ich hab keine Quest-Geilheit, ja? Du willst aber auf Biegen und Brechen jeden Quest machen. Und? Ist da nicht so schlimm? Ja, Ben. Hä? Her, Ben. Ich sterbe doch gar nicht. Ach ja, genau. Bild verloren. Die hätte ich ja fast vergessen. Ja, jetzt kannst du ja mal den Schuss demonstrieren, wenn sie so links von dir. Den werden wir noch sehen in der Zwischensequenz, Mann. Ja. Das war sehr schlecht, warte. Ich sage ja, dass du mit den Jägern fällst. Was? Ja, so allgemein und haben für sich. Die sind kein Problem. Ja, früher waren sie ein Problem. Ja, früher.
Früher waren sie ein großes Problem. Da haben wir wirklich gar keine Chance mehr gehabt. Ja, auf Legendär waren sie Overkill. Auf Legendär ist fast alles Overkill. Ja, auf Legendär sind drei Grunts fast Overkill. Plasma-Pistole hast. Oh ja, das war noch ganz, das sind ganz lustige Sachen, die man da erlebt. So, nebenbei hat mal Cortana gehört, wie sie die Firewall oder irgendwas im Code knackt. Oder hackt. Oder was auch immer. Sie hat die Firmenwebsite gehackt. Nein, die hat jetzt die Tür quasi aufgehackt. Und deswegen müssen da unbedingt alle durchgehen, weil sie nicht weiß, ob die wieder aufgeht. Das macht Mut und tut gut. Genau. Und ich rate dir nicht, hast du die Sniper noch schon? Ja. Ja. Wie viel Schuss noch? Oh! Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Nein, aber ich habe bemerkt, dass dich ein Unsichtbarer geschlagen hat. Noch 18 und 4, das sind dann 22, super. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, ich mach dich fertig. Ja, aber ist ja eh okay. Weil im nächsten Raum schlafen ja die alle und da rate ich die dringendst, erst den Ultra-Elite zu snipern. Ja, hab ich vor. Also, ich weiß nicht, wie es auf Heldenhaft ist, auf Normal ist da auf jeden Fall ein weißer Schild-Elite. Ist auch auf, Nochmal. Hast du gesagt, was? Auf Heldenhaft? Ja, auf Normal. Auf Normal ist dann ein weißer Schild-Elite. Das glaube ich hier auch. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, du bist rückwärts gelaufen, oder? Nein, ich oben. Also, da wollten wir hin. Ach, ja, stimmt, da erst weiter kommen die Gefängnisräume. Genau. Guten Morgen. Ja, moin. Was geht ab? Ich bin schon wieder wach. Merk ich. Ich weiß, wie die Schüssel die Eliten macht. So. Spaß. Was? Nix. Sag es. Ich hab nur Luft geholt. Ich will jetzt nicht. Ich darf nicht mehr atmen. Nein, doch, ja. Du wirst sterben. Ja, das werde ich. Und wie? Flotz. Zwei Eliten, Mann. Ja und? Zwei. Eine war unsichtbar. Ja und? Von vorne und von hinten. Ah, okay. Ich spare mir jetzt irgendeinen boshaften Kommentar. Wenn du sowieso ablassen würdest, eigentlich. Nee, ich spare mir den jetzt. So. Ich beziehe mich mal ein bisschen Stellung. This way, this way! Außer du bist Vieh. So, lol. Gibt's eigentlich einen Trick, wie man sich von einer gebappten Granate loskriegt? Ach, verdammt, da gab's mal einen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn sie am Unterkörper klebt, wenn man springt und sich duckt, zumindest in Halo 2 überlebt. Cool. Also einen Ducksprung machen, wenn man eine Granate, und zwar in dem Moment, in dem sie detoniert. Relativ knifflig, aber habe ich schon durch Zufall 3-4 Mal gehabt. Das ist natürlich praktisch. Dann überlebst, ich weiß es nicht, ob es in Halo 1 auch geht. Ich denke ja nicht. Ich glaube, eher schon. Eher nicht. Ja, wenn du volles Schild hast und Lebensbalken, dann könnte es hinhauen. Das ist auch wieder die Frage, macht die Granate auf normal mehr Schaden als auf einfach? Oder auf heldenhaft mehr Schaden als auf normal? Nicht gar. Ich glaube eigentlich gleich, die sind einfach stark. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, auf Halo 1 könnte es auch gehen. Müsste es mal ausprobieren. Aber ich, ja, irgendwann mal, okay? Ja, 1000 Folgen strecken. Wenn ich das jetzt jede Folge einmal versuche, dann würde sich das vielleicht noch ein bisschen länger... Das war... Jede Folge einmal zu, aber du kannst nie sagen, ob du... Nein, glaube ich. Er ist tot. Du, nein, um die Kurve ist einer. Der ist tot? Ah, okay. Das ist das doch nicht umsonst. Was sollte ich jetzt sagen? Ich hab so ein Gespür, wenn eine Granate in der Fresse klebt, okay? Hauptsächlich aus erster Erfahrung. Na, ich wollte halt sagen, du kannst ja nicht sicher sein, ob du die Granate gegen den Fuß bekommen hast. Im Multiplayer ist es halt ratsam, aber in der Kampagne kannst du es vergessen. Hat auch keinen Effekt, wenn du jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad spielst. Ich meine, wenn du eine Granate am Fuß hast, dann kein Leben mehr hast und quasi einen roten Balken noch hast, kommt ein Grunt daher und natzt dich weg. Oh ja. Kill auf Staube von einem Grunt. Ruhe. Provozier mich nicht, okay? Ey, Alter, produzier mich nicht. Kennst du es nicht?
Ich schaue mir keine geschmacklosen Videos an. Sorry. Schaust du dir deine eigenen Let's Plays an? Nicht immer. Nur selten. Aber des Öfteren. Also. Das einzige Mal, wenn ich meine Let's Plays wirklich ernsthaft schaue, ist dann, wenn ich Dingens bei irgendeinem anderen mitkommentiere. Und ich schau kurz durch, wenn ich hochlade. Und ich mögen total schwachsinnigen Titel aus, und dann hat sich das. War das hier schon? Ja, geht schon los. Das ist der Schiffsmeister übrigens. Den man da so rumlaufen sieht, den ich kriegst doch eh nicht. Hast du einen Checkpoint bekommen, Krall? Ich hoffe mal. Ja, da machen wir jetzt einen Cliffhanger. Nein. Für die nächste Folge. Doch. Wieso? Weil jetzt ich dann weg muss. Okay. Ich will erst versuchen, die zu headern. Ich will nur mal sehen, ob ich es schaffe. Nein, mach keinen Headshot. Mach einen Cliffhanger. Mach einen Cliffhanger. Komm, Cliffhanger. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.